Wir alle engagieren uns jeden Tag für Menschen und Dinge, die uns wichtig sind. Aber jetzt stehen wir gemeinsam vor einer ultimativen Herausforderung. Wenn wir die Ziele des Pariser Klimaabkommens und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung nicht erreichen, werden wir vieles, was uns wichtig ist, verlieren. Daher hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die Allianz für Entwicklung und Klima initiiert. Hier engagieren sich alle freiwillig und fördern internationale Klimaschutzprojekte in Schwellen- und Entwicklungsländern. Wirtschaft und Politik arbeiten bei diesem Thema Hand in Hand, und zwar über gesetzliche Anforderungen hinaus. Ob kleine oder große Unternehmen, Verbände, Behörden, öffentliche Einrichtungen, zivilgesellschaftliche Organisationen, Kompensationsanbieter oder Privatpersonen. Sie alle fördern gleichzeitig Entwicklung und Klimaschutz. Und wie funktioniert das? Sie vermeiden, reduzieren und kompensieren CO2-Emissionen. Letzteres durch den Kauf hochwertiger Klimazertifikate. Mit dem Geld werden Projekte mit positiver Wirkung auf die CO2-Bilanz der Welt finanziert. Und gleichzeitig wird darauf geachtet, dass sich die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessern. Jeder kann existierende Projekte unterstützen oder gemeinsam mit unseren Projektentwicklern eigene Projekte umsetzen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Von erneuerbaren Energien über Energieeffizienz, wie beispielsweise durch verbesserte Kochherde, die weniger Klimaschadstoffe emittieren, bis hin zu Waldschutz- und Aufforstungsprojekten. Staatliche Maßnahmen allein reichen nicht aus. Wir alle müssen uns zusätzlich engagieren. Denn nur wenn wir jetzt gemeinsam handeln, können wir es schaffen.